Hallo von der Meerschweinchenfarm. So, der Aufbau geht weiter. Ich habe jetzt einmal eben meine Wände grün gestrichen. Weiß ich nicht, ob die beim vorigen Video schon waren. Und die Fototapete war ja noch da vom vorigen Jahr. Meine Heilige, die habe ich natürlich mit einbauen müssen. Unten habe ich es weggegeben. Und damit die Fototapeten jetzt nicht so abgeschnitten ausschaut, habe ich mir es mit einem Stanley-Messer bei den Bäumen abgeschnitten. Und habe ihm dann selber noch Äste dazu gezeichnet, dass das Ganze ein bisschen lebendiger ausschaut. Mein Plan wäre jetzt, dass ich noch echte Blätter da drauf hänge, also so Kunstblätter halt, dass das Ganze ein bisschen mehr ja, realistischer rumkommt. Vielleicht arbeitet er mit echten Zweigen, das weiß ich noch nicht. Und Vogelhäuser habe ich mir gedacht, mache ich mir noch auf, aber das ist an den nächsten Planungen. Der nächste Schritt, wo ich euch teilhaben lassen möchte, sind meine Gedanken, wie ich jetzt dieses Ganze konstruiere. Mir gefallen über riesengroße Megabauten. Also ich mag jetzt nicht nur einfach so ein Häuschen, so wie das zum Beispiel, herstellen und das war's. Das ist einfach zu niedrig, sondern ich brauche immer Aufbauten. Das heißt, ich spüre jetzt einfach mit meinen Gedanken, stelle verschiedene Häuser zusammen, dann schaue ich halt, macht es Sinn, können die Meerschweinchen rundherum überall durchgehen. Das macht zum Beispiel noch keinen Sinn, weil wenn ich mir jetzt denke, so, jetzt mache ich da eine Leiter rauf, was tanzt dann da oben? Da sitzen sie nicht auf. Das heißt, ich müsste eigentlich da dieses dann so irgendwie auf verbinden, dass sie sich da auf sitzen können, muss aber da dann irgendwie schauen, dass ich was mache. Sie fallen jetzt nicht runter, aber dass es halt einfach einen Sinn macht, weil eigentlich gehört da was auf, wo sie uns da rausgehen, dass da auch wieder einen Platz finden zum Ummarschieren. Da bin ich jetzt einfach am. Das ist jetzt eine Tüftelei, denke ich, das gefällt mir auch noch nicht. Und das Ganze, wenn ich das jetzt dann geplant habe, wie ich das eben jetzt mache, dann prüfe ich das nur mehr für mich selbst. Ist das jetzt für mich auch, wo ich sage, das kann ich gut ausmisten und wie mache ich es? Das heißt, ich muss einfach das Häuschen rausnehmen können und den hinteren Teil runterheben können, den oberen Teil runterheben können. Das ist mir zum Beispiel noch sehr kompliziert, da weiß ich jetzt schon, dass ich mich vom Ausmisten drücken will. Dann ist es ein wenig mühsam. Da werde ich noch rausfinden, wie ich tue. Weil ich habe jetzt unten hab ich jetzt mit Häuschen geplant, aber ob ich so viele Teile zerlegen will, nein, weiß ich noch nicht. Ja, und so plane ich jetzt praktisch einmal diesen Teil. Das ist auch, wo die Platten, das ist wieder der zweite Stock. Da mache ich eben einfach nur so Fussel unten dran, weil sie krallen irrsinnig gern unten rein und die Klettermeister, also es gibt ein paar, die klettern nach oben. Für die haben wir dann das Glück. Da ist zum Beispiel auch so, ich möchte gerne die zwei Häuser eben zusammenbauen, dass das ein Doppelstock wird. Dann ist mir aber wichtig, dass ich eben da herinnen nur jeweils aussehe, dass sie durchlaufen können. Also das ist mir ganz wichtig, dass man immer überall von alle Seiten durchlaufen kann, dass man nirgendwo feststeckt. Ja, da werde ich es eben auch so machen. Also das wird als einzelne Pension sein, was man abtrennen kann. Dann das da hinten, das da, der ganze Bereich da für die größeren Gruppen. Und aber insgesamt, dass auch alles sich offen sein kann, dass jetzt zum Beispiel auch nur eine große Gruppe einfach da herüber durchlaufen kann. Ja, ich halte euch weiter am Laufenden und wünsche euch dabei ein fröhliches Wick Wick. Ah ja, und weil ich euch gefragt habe, ob ich das hauptberuflich mache. Nein, das mache ich nebenbei. Ich stehe um 4 oder 5 in der Früh auf, mache das vor meinem Job. So ist es, wenn man seinen Traum leben will. Da muss man auf 2 Hochzeiten tanzen. Also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm und ein fröhliches Wick Wick.